Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crispy Invest. Heute geht es um die Deutsche Telekom. Schauen wir uns einfach mal an, wie sich die entwickelt hat und ob es sich lohnt, hier in die Aktie zu investieren, wenn man noch nicht investiert ist. Wir sehen hier im Jahresverlauf 2024, dass die Telekom-Aktie doch solide gestiegen ist, um 23,53% aktuell bei 27,14 € steht, und das stand sie zuletzt vor über 20 Jahren. 2001 ungefähr stand sie mal bei 27 Euro, wo es eben entsprechend sehr weit runter ging. Und wenn wir diesen Horizont etwas vergrößern, hier maximieren, wie gesagt, das ist ein wirklich, ja, nicht ein Allzeithoch, aber über viele Jahre quasi ein sehr gutes Hoch. Man sieht, in der Tendenz geht es doch relativ steil nach oben. Natürlich profitiert Telekom auch von der KI. Gar keine Frage, die haben da auch groß investiert und werden auch weiterhin groß investieren. Heute sieht das zwar nicht so super toll aus zunächst, aber es steigt wohl wieder jetzt. Aber die Tendenz sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und die Nachrichten, die ich jetzt gleich zeigen werde, die sind auch relativ positiv, soweit, sodass ich eben positiv gestimmt bin für die Telekom-Aktie. Und zwar fand gestern und findet heute eben, ja, bis 13 Uhr heute, am 11. Oktober, da findet die Capital Markets Day statt. Einmal im Jahr findet das bei der Telekom statt. Und das endet um 13 Uhr. Nur die Präsentation, die sind hier schon online. Die kann man herunterladen. Das habe ich getan und mal reingespickt, weil da spricht ja eben der CEO und der CFO. Die decken natürlich dann auch Zahlen auf und auch das Potenzial für die nächsten Jahre. Und da sind tatsächlich gute Nachrichten auch dabei. Genau. Also Deutsche Telekom will Wachstum durch konsequenten Einsatz von künstlicher Intelligenz und dank globaler Größenvorteile beschleunigen. Sie setzen sehr groß auf KI, habe ich ja schon erwähnt. Das sind so ein bisschen die aktuellen Zahlen und was erwartet wird vom 10.10., also von gestern ist das. Und hier sieht man, dass man eben den Free Cashflow ziemlich weit erhöhen möchte. Der Dividende soll weiterhin steigen, die wird auch 2025 steigen, das wurde auch schon gesagt. Hier sieht man, das soll von 77 Cent auf 90 Cent steigen, die Aktie. Das ist auch schon mal etwas Positives und es kommen weitere positive Mitteilungen. Also was Negatives zur Telekom habe ich kaum recherchieren können. Aber steigen wir einfach mal in die Präsentation ein. Das war die Präsentation von gestern. Tim Höttges, der CEO, und Human Resources, im Chief, im C-Level quasi, die für Human Resources zuständig ist. Ja, also dass Telekom eine bekannte Marke ist, dass sie wahrscheinlich jeder hier in Deutschland kennt, ist natürlich klar. In Europa ist sie die Nummer 1. Und auch auf Übersee, in den Vereinigten Staaten haben sie ja sehr viel investiert, da sind sie auch tatsächlich auch sehr gut. Und wir sehen hier die Marktführerschaft quasi, wie sie sich entwickelt hat. 2020 ging das auch schon richtig gut los. Und dann die letzten eben 3, 4 Jahre sind doch sehr massiv gestiegen, auch europaweit sehr gut gestiegen. Und auch hier im 5G-Bereich sind sie sehr gut gestiegen. Natürlich 5G Telekom ist natürlich unangefochten an erster Stelle. Und man hat eben das beste Netz tatsächlich nachgewiesen, auch bei der Telekom. Schauen wir uns noch ein paar Zahlen und Fakten an, die hier genannt worden sind. Claims, Complaints, weniger Gemecker, würde ich sagen. Zwei Drittel eben weniger wohl hier im Servicebereich. Also, wo man hinschaut, irgendwie sieht man positive Zahlen. Es ist nicht irgendwo, dass es irgendwie schlecht laufen würde. Hier sind auch nochmal, der Umsatz ist gestiegen, eben um, ja, ungefähr 3,6%. Okay, ist gestiegen. Also es sieht sehr positiv aus. Das ist natürlich auch sehr, ja, eindrucksvoll, 2014, wie es dann aussah. Deutsche Telekom 60% eben Marktherrschaft oder Marktanteil an 60, nee, 60 Milliarden Euro, Entschuldigung. Und hier Vodafone war an erster Stelle und 10 Jahre später sieht das halt wirklich komplett anders aus. Da sind sie eben bei 131 Milliarden Euro. T-Mobile eben das Pendant quasi in den Vereinigten Staaten war bei 18% 2014 und jetzt sind sie auch dort Marktführer mit 222 Milliarden, vermutlich immer noch Euros. Genau. Das sind die positiven Nachrichten gewesen. Auch hier sieht es relativ gut aus. Gehen wir einfach entsprechend mal weiter. Dividende, wie gesagt, 2022 lag sie bei 77 Cent. Jetzt steigert man sie entsprechend auf 90 Cent. Und wenn man eben über diesen Referenzwert nimmt, 2020, dann sind das eben 50
Prozent sind das eigentlich nicht so wirklich, von 60 auf 90. Ja, doch, das sind genau 50%, Entschuldigung. Genau, hier sind ein paar, ja, Human Resources, noch ein paar Daten und Fakten, was alles gemacht worden ist, was alles so erlebt worden ist die letzten Jahre. Die nächste Präsentation ist ein bisschen interessanter, vielleicht auch für uns. Ja, so ein bisschen die Strategie 2023 bis 2027, AI natürlich, was alles gemacht werden möchte. Ja, ich will auch nicht in jede Folie einzeln reingehen, das lohnt sich nicht so sehr. Vieles wird auch wiederum wiederholt. Hier die Nummer 1 haben wir jetzt schon mal gehört. Das sieht relativ gut aus, aber hier ist auch der so ein paar mehr Zahlen hier drin, Finanzzahlen und auch ein Ausblick quasi. Die Präsentation ist, glaube ich, gehalten worden, irgendwann um 10 Uhr vielleicht ungefähr. Und da sah es relativ gut aus. Und da will ich ein, zwei Sachen hervorheben. Digitalisierung, ja, das ist eben Leading Automation, especially in Germany, natürlich Automation. Dass sie da Vorreiter sind, also in fast allen Bereichen sind sie natürlich entsprechend weit oben. Aber hier fangen wir an, die Strategie 2023 bis 2027. Hier geht es eben Produkte und technische Plattformen, Softwareplattformen vielleicht auch, dass dort eben was angepeilt wird, eben nochmal 200 Millionen Euro an Zusatzgewinn, an Umsatz und hier natürlich durch AI quasi nochmal 800 Millionen Euro soll noch hinzukommen. Es wird vieles tatsächlich gepusht und man rechnet sehr positiv mit dem Einfluss von künstlicher Intelligenz und rechnen sich das ein bisschen. Ja, bis 2027, also wer kann schon wissen, irgendwie, was bis 2027 so laufen wird? Das sind natürlich Ziele, Ambitionen, das ist natürlich eine Strategie, die dahinter steckt. Ja, es ist die Ticket Resolution von 90% of the Tickets. Also alle so quasi Serviceanrufe oder eben E-Mails, die eben bei Telekom reinkommen, sollen 90% davon sollen eben von KI gelöst werden und nur 10% dafür braucht man Personal und dementsprechend spart man sich natürlich auch irgendwie das Personal an der Stelle, zumindest die Kosten, die da aufkommen. Was war denn noch wichtig? Genau das mit AI kommt eben mit hinzu. Also macht das überall. Die fügen das entsprechend überall entsprechend ein. Hier die Folie habe ich, auf die habe ich gewartet. Eben 15% des Service Calls. Sondern dazu kommen AI Optimized Network across Planning and Operations. 20 bis 30% mehr Produktivität. Sorry, also in allen Bereichen sieht man hier auch, soll AI mit hinzukommen. Und das ist quasi die Ambition für 2027 und die weiteren Jahre. Genau, Demo ist vielleicht nicht so interessant. Es gab noch eine Folie, genau die letzte Folie. Und hier sehen wir auch eben zusammengefasst nochmal die KPIs, was erwartet wird bis 2027 oder also in dem Zeitraum bis 2027 auch teilweise. Ja, nur das hat mich ein bisschen enttäuscht. Keep stable, total energy consumption. Wobei das auch eine Ansage ist, ehrlich gesagt. Also wenn man immer mehr KI einsetzt, und KI braucht sehr viel Datentransfervolumen über die Server und das erzeugt natürlich auch, oder das benötigt natürlich auch viel Rechenleistung und dadurch auch viel Energie. Und das stabil zu halten, ist eigentlich schon etwas, also man denkt hier irgendwie ja, nachhaltig irgendwie, dass es halt dann irgendwie bei 0% ist irgendwie, dass man das irgendwie doch kompensiert. Aber das ist trotzdem eine Ansage. Also auch wenn es ein bisschen negativ klingt, ein bisschen ja, das gleiche, wie es jetzt aktuell ist, irgendwie 2024 soll eben weiterhin noch so bestehen. Aber durch den massiven Einsatz von künstlicher Intelligenz, das immer noch gleichbleibend zu halten, meiner Meinung nach ein bisschen utopisch, aber ja, sei mal dahingestellt. Aber das einfach noch zum Hintergrund eben von KI und Energieverbrauch, was sich hier so anpeilen. Genau, die höhere Dividende habe ich ja schon erwähnt. Also gestern kam eben die Nachricht auf, ein Rückkauf von Telekom-Aktien. Hier steht es, glaube ich, darüber hinaus plant der Vorstand im Jahr 2025, also im nächsten Jahr quasi, im Verlauf des nächsten Jahres, ein Rückkauf der Deutsche Telekom-Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro. Das ist natürlich immer eine gute Nachricht. Wenn die natürlich Geld haben und Aktien zurückkaufen können, werden sie es natürlich auch tun. Das ist jetzt. Jemand, der jetzt hoch verschuldet ist, ein Unternehmen würde niemals eben auf die Idee kommen, Aktien wieder zurückzukaufen. Die würden da irgendwo anders hin investieren. Oder beziehungsweise erstmal Kapital beschaffen wollen, in irgendeiner Form.
Und das sind natürlich super Nachrichten. Das, ja, zieht sich wie ein roter Faden einfach komplett durch. Alles sehr positiv, sehr gut hier bei der Telekom, genau wie eben der Kursverlauf entsprechend schön peu à peu nach oben geht. Ja, da reißen auch die Nachrichten eben entsprechend nicht ab, die positiven Nachrichten. Genau, am 8.8. wurde noch eben, das nochmal auf den zweiten Quartalsbericht, also Halbjahresbericht, da wurde auch schon eben viel angepeilt, dass vieles erhöht wird. Und das ist eben plus 48,5%, sieht man hier, 7,8% Erhöhung. Also es ist immer so ein bisschen irgendwie so die Telekom-Aktie, es erinnert mich irgendwie an einen der vielen Tipps eben von Warren Buffett, irgendwie investiert doch ein bisschen in langweiligere Aktien, wo ihr wisst, das steigt stetig, so bei Apple beispielsweise, obwohl bei denen läuft es jetzt auch nicht mal so super, aber das steigt stetig, aber es steigt nicht halt so immens, so abrupt irgendwie mal hoch und dann kracht es wieder runter oder sowas. Es ist einfach so eine konstante kleine Steigerung. Klein in Anführungsstrichen, wie gesagt, also die Aktie ist ja dieses Jahr schon sehr gut gestiegen. Aber ja, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran, an Warren Buffett. Was sagen die Analysten natürlich nach diesen Berichten? Gestern 51% auf 41 Euro. Wir sind ja bei 27 Euro aktuell. 41 Euro ist natürlich eine Ansage. UBS AG ist ein bisschen doch verhalten dann dahingehend 33 Euro hier, Goldman Sachs Group. 21% natürlich, das sind natürlich super Renditen. Also wer da zuschnappen möchte, der sollte das vielleicht sogar heute tun. Und zwar, dazu komme ich jetzt noch gleich, hier ist auch wieder die positive Einstellung eben dazu. Kursziel 30,68 Euro. Niemand sagt verkaufen. Das ist auch schon mal was Gutes. Kursziel 30,68 Euro ist doch ein bisschen konservativ. Vielleicht ist das auch ein bisschen veraltet, auch wenn hier 11. Oktober 11:24 Uhr steht. Aber ja, also warum heute kaufen? Und zwar findet am Montag, nächsten Monat, Entschuldigung, nächsten Monat, am 14. November findet eben der dritte Quartalsbericht für 2024 statt. Und ich bin mir sicher, dass die vielleicht sogar ihre Ergebnisse, ihr Umsatzwachstum dann vielleicht nochmal anpassen und zwar weiter nach oben anpassen und dass es dann eben wieder ja, einen Aufschwung gibt für den aktuellen Kurs. Und da bin ich überzeugt, dass da wiederum, wenn die ganzen positiven Nachrichten wieder hinzukommen und auch vielleicht von diesem Capital Market Day, die Inhalte der Präsentation hier nochmal wieder gespiegelt werden in Form von, ja, das ist das, was wir eigentlich fordern und uns wünschen, dass es das Ziel ist und es läuft ja aktuell sehr gut und es wird auch in der Zukunft bis 2027 wird es auch sehr gut laufen, laut unseren Berechnungen, dann wird es wieder Anschub geben. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn man jetzt in die Telekom-Aktie einsteigen möchte, dass es nicht zu spät ist. Bin ich überzeugt davon, 27 Euro ist immer noch lächerlich günstig für das, was eigentlich dahinter steckt, wenn man das eben entsprechend vergleicht mit der Konkurrenz, mit vielleicht auch teilweise mit anderen KI-Unternehmen. Steckt hier sehr viel Potenzial. Telekom hat sehr viele Kunden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Vereinigten Staaten. Da kann man sich viel Umsatz auch abschöpfen, wenn man die richtigen Lösungen anbietet. Kundenzufriedenheit steigert und alles ein bisschen besser macht, die Prozesse schlanker macht und die KI quasi dann optimiert, Analysen macht und besser eben auf Veränderungen reagiert, dann ist das wirklich immer noch top und das sehe ich eigentlich für die Zukunft noch sehr gut tatsächlich, wenn man da investieren möchte und wenn man investiert ist, tut man sich selber einen Gefallen und verkauft hier nicht. Genau, das soll es gewesen sein. Ein bisschen längeres Video, Entschuldigung dafür. Zur Deutschen Telekom-Aktie. Ihr habt mich doch ein bisschen begeistert heute. Bis zum nächsten Video. Danke euch und bis dahin. Ciao.